ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um euch heute die Rezension von den drei Büchern anzuhören, die ich euch das letzte Mal vorgestellt habe. Da ist dabei die Familie Baba, ein Klassiker der Kinderbuchliteratur. Dann, was sieht eigentlich der Regenwurm? Ein tolles Sachbuch. Und Piano Kleiner Piet vom Verlag Edition Pastorplatz. Und damit möchte ich auch gleich mal beginnen. In Piano Kleiner Piet, also das ist Piet, das Buch ist für Kinder ab 3 Jahren oder auch ab 5, aber ab 3, wenn die Kinder sich für Musik interessieren, könnte es schon ein passendes Buch sein. Und da kann ich so richtig einschlafen und begegnet Frederik dem Flügel. Und mit Frederik dem Flügel wird er, hier sieht man ihn genau, Frederik der Flügel, da ist er, erklärt Piet ein bisschen, wie eigentlich die Welt der Tasteninstrumente funktioniert. Und da lernt der Piet also etwas darüber, was für Tonarten es gibt, was es an sich für Instrumente gibt, lernt was über die Komponisten, lernt was darüber, wie so ein Klavier funktioniert. Darf auch da mal in den Flügel reinschauen. Dann stellt Frederik ihm vor, was es schon über die Zeit so für verschiedene Tasteninstrumente gab und erklärt ihm, was hat es denn eigentlich mit den schwarzen und den weißen Tasten auf sich. Und zum Schluss spielt sich Piet dann ein kleines Schlaflied selber. Und das ist also ein ganz tolles Buch für Kinder, die sich fürs Klavierspielen interessieren. Weil ich glaube, wenn man anfängt, dann fängt man ja doch relativ jung an, vielleicht nicht mit 3 Jahren, aber mit 5, 6 so. Und das ist eine ganz hübsche Variante, um mit einem Bilderbuch da ein bisschen Interesse zu vermitteln, eine kleine Geschichte zu erzählen. Und es gibt außerdem auf der Seite von Edition Pastorplatz dann noch ganz viele weiterführende Links. Also hier hinten drauf ist ein QR-Code. Und mit dem QR-Code gelangt man zu der Homepage, wo es dann die ganzen weiterführenden Links gibt, wo einem also Johann Sebastian Bach vorgestellt wird und wo man ein paar Musikstücke reinhören darf und dann auch ein paar der Stücke, die hier vorgestellt werden, also der ungarische, na, jetzt muss ich gucken, ob ich gleich die richtige Seite finde. Ihr seht, ich bin leider nicht so bewandert mit Klavier. Auch wenn ich es sehr schön finde. Nein, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ja, sorry. Ich glaube, die ungarischen Tänzer oder sowas. Ihr wisst es vielleicht besser. Also auf jeden Fall, da hat man die Chance, zu diesen verschiedenen Seiten zu gelangen, sich die Musikstücke anzuhören und mit also Kindern, die begeistert sind, sich noch ein bisschen, ganz schön viel darüber hinaus zu informieren. Es ist sowohl geschrieben als auch gezeichnet von der Gloria Jasionowski. Und sie wollte darin, also sie hat auch so einen ganz eigenen Stil, den ich sehr schön finde. Ich male auch gern mit Aquarellfarben und in den sagen wir mal, eher russischen Aquarellfarben oder östlich geprägten gibt es auch relativ viele Brauntöne, Beige-Töne. Ich finde, das sieht man ja auch so ein bisschen. Das sind nicht die knalligen Farben. Das entspricht aber wirklich auch dem klassischen Stil, den es in Osteuropa eher so gibt. Das ist nicht, es ist ein bisschen gedeckter und das geht schön Hand in Hand, denn aus dem osteuropäischen Teil kommen ja wirklich auch ganz viele tolle Komponisten und gibt eine große Begeisterung für klassische Musik. Es ist also ein sehr, sehr schönes Buch. Ab 5 Jahren besser geeignet. Für Dreijährige kann es schon Sinn machen, wenn sie vielleicht ein erstes Interesse haben wollen. Und dann aber bestimmt mit einem viel größeren Verständnis, wenn sie noch 2 Jahre älter sind. Also tolles Buch für eine bestimmte Gruppe von Kindern. Aber sehr empfehlenswert. Man lernt viel. Ich habe noch viel gelernt. Leider schon wieder manches vergessen. Müsst ihr entschuldigen. Liegt daran, dass ich mich zwar für Musik begeistere, aber irgendwie das dann immer nicht so lange speichern kann. Also sehr schönes Buch mal wieder von Edition Pastorplatz. Kann ich nur empfehlen für Musikbegeisterte, vor allen Dingen für Klavierbegeisterte Kinder oder die zumindest drüber nachdenken, ob das vielleicht ein spannendes Hobby, ein spannendes Instrument wäre. Genau. Ja, dann geht's weiter mit dem Sachbuch Was sieht eigentlich der Regenwurm? Das ist vom Knesebeck Verlag und das wollte ich unbedingt vorstellen, wurde mir zugeschickt.
gilt für alle Bücher. Also ich suche die mir immer aus und dann sind die Verlage so lieb und stellen sie mir zur Verfügung. Und hier ist ganz spannend erklärt, wie eigentlich, also erstmal wie wir sehen. Wir haben ja drei Farbempfindungen. Wir haben Rot, Gelb und Blau. Und es gibt aber Tiere, die zum Beispiel bloß zwei Farben sehen. Denen fehlt eine Farbe. Oder die sehen nur hell und dunkel. Oder die sehen sogar noch ultraviolett und sehen damit mehr. Und da hat man also am Anfang erstmal eine Erklärung, wie ist denn das Farbspektrum? Wie ist der Winkel? Weil der Winkel variiert auch ganz stark zwischen den Lebewesen. Was sagt denn der Augenabstand aus? Beispielsweise Raubtiere, und wir zählen eher zu den Raubtieren, weil wir auch Fleisch fressen, haben relativ dichten Abstand der Augen, damit wir fokussieren können, um Beute zu jagen. Und Tiere, die aber Beutetiere sind, die haben einen relativ weiten Abstand der Augen, die brauchen einen besseren Rundumblick, um zu sehen, wenn da Gefahr droht. Das wird also alles schön kindgerecht erklärt. Dann kann man hier am Anfang ein bisschen raten, zu wem denn diese Brillen gehören, weil immer diese Brillen ungefähr ist eine Klappe, die man dann öffnet und sieht, wie das Tier das folgende Bild, also das wäre jetzt hier das absolute Rundumbild in Farbe, wie wir es kennen, wie das Tier dieses Bild wahrnimmt. Das ist also dann manchmal scharf, manchmal unscharf. Ich zeige euch jetzt mal hier mal das Beispiel der Schnepfe. Die Schnepfe beispielsweise, geht's hoffentlich, hat einen guten Rundumblick. Die sieht also 360 Grad, aber es ist nur ein ganz kleiner Bereich scharf. Und ganz viel ist verschwommen. Und es wird auch immer erläutert, wie viele Bilder pro Sekunde man sieht. Denn beispielsweise ein Adler sieht unglaublich schnell, deshalb hat er gar kein Problem, eine schnell davon huschende Maus zu verfolgen. Aber eine Schildkröte sieht eben, nimmt die Sachen sehr langsam wahr, die hat bloß wenige Bilder pro Sekunde und deshalb rast für sie die komplette Welt. Und das wird sehr schön erklärt mit diesen schönen großen Grafiken jeweils von dem Tier, und dann kann man eben immer die Klappe öffnen und hat eine Ahnung, wie das Tier die Welt wahrnimmt. Die Schlange beispielsweise, die sieht eben im Dunkeln und ultraviolett, die kann also noch die Wärme wahrnehmen und sieht somit das Mäuschen. Ist ein spannendes Buch, was man immer wieder zur Hand nehmen kann. Ja, das muss ich noch kurz zeigen. Das Chamäleon, was ja auch so lustig ist, das kann die Augen halt unabhängig bewegen. Das können wir nicht, aber da gibt es ja noch ein paar mehr Tiere. Und sieht auf nah relativ scharf, aber alles, was weiter weg ist, wird verschwommen. Ja, und stehen immer noch ein paar interessante Dinge dazu. Zu dem Tier, zu der Wahrnehmung. Und also ich habe noch nicht ein anderes Buch gesehen, was so schön diese unterschiedliche Wahrnehmung erläutert. Und es war mir auch nicht mehr so bewusst, dass beispielsweise Katzen und Hunde ja bloß zwei Farben wahrnehmen und damit auch natürlich ganz anders auf ihre Umwelt reagieren können. Sehr spannend, visuell auch schön aufbereitet für Kinder, die sich also für die Natur und die Tiere interessieren und vielleicht auch ein bisschen so naturwissenschaftliches Interesse haben. Es ist ein ganz tolles Buch, ist grob angedacht für das Alter 8 bis 10. Vorher ist es wahrscheinlich zu komplex. Man kann es immer ausprobieren. Ihr selbst wisst am besten, wie sehr euer Kind interessiert ist und wie viel es aufnehmen kann. Diese Einschätzungen fürs Alter sind ja immer nur eine Idee, damit man als Eltern, Großeltern, Freunde, die ein Buch verschenken wollen, nicht komplett unbedarft davor steht. Ja, Knesebeck Verlag ist übersetzt, also von Guillaume Duprat, und hat, glaube ich, der Knesebeck Verlag sich zu Recht rausgesucht, dass das ein tolles Buch ist, das man doch gerne im deutschsprachigen Raum haben sollte. So, und dann kommen wir zur Familie Baba. Da wusste ich beim letzten Mal nicht ganz genau, wie ich es gleich einordnen musste. Also der Jean de Brunhoff hat einen absoluten Klassiker mit der Familie Baba geschaffen und Diogenes hat ihn wieder neu aufgelegt. Die haben schon lange im Programm, der Schweizer Verlag. Und der ist leider gar nicht so alt geworden, der Jean de Brunhoff, aber sein Sohn hat dann auch noch ein paar weitere Abenteuer geschrieben. Kam zuerst im Französischen raus und wurde dann übersetzt und ist wirklich einer der Klassiker der
Baba ist ein König, ein Elefantenkönig. Und hier geht es darum, dass er und seine Frau, die Königin, Eltern werden. Die Illustrationen sind auch so ein ganz ja, schöner eigener Stil. Die Schrift ist wirklich handgeschrieben. Da hat extra eine Dame, die eine schöne Handschrift hat, die Texte so reingeschrieben. Das ist also noch keine digitale Schrift. Das Buch ist auch in den 30ern, 40ern, sind die, also die Bücher entstanden. Das ist ja eins davon. Und die Familie Baba, die kriegen also drei Kinder. Und die drei Kinder, was Kinder so machen, die machen da auch eine Menge Quatsch. Denen fällt halt irgendwas Lustiges ein. Und dann laufen sie beispielsweise, läuft hier einer mal, will den Eichhörnchen hinterherlaufen und stürzt aber fast ab. Und die Eichhörnchen helfen ihm dann, wieder vom Baum runter zu finden. Oder fand das ja ganz lustig, mit dem Hut aufs Wasser zu fahren, wird davon getrieben und dann kommt das böse Krokodil und der Papa muss also das Kind retten. Lauter so kleine Anekdoten, davon passieren eine ganze Menge und es ist immer ganz lieblich. Die Eltern gehen auch sehr liebevoll mit den Kindern um, da wird auch nicht irgendwie groß geschimpft. Und ja, die Illustration seht ihr ja selber, da wird immer so ein bisschen Platz gelassen für den Text. Die sind nicht hart ausgeschnitten, sondern mal so mit weichen Kanten. Müsste Aquarell sein vom Stil her. Ist sehr schön und wem es gefällt, ist auch ein schönes großes Format. Wem das Buch gefällt, für den gibt es noch einige andere aus der Reihe vom Baba. Ja, und das Buch ist so geeignet für Kinder von 5 bis 7 Jahren, grob. Kann man sicherlich auch schon ein bisschen eher machen. Aber es ist eben relativ viel Text für noch kleinere Kinder. Wisst ihr am besten, was eurem Kind gefällt, was funktioniert, wie viel es schon aufnehmen kann. Ja, dann war es das für heute. Ich hoffe, es war das ein oder andere Buch mit dabei oder ihr habt zumindest eine Idee bekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch neue Bücher vorstelle. Bis dahin, eure Nele. Tschüss!